Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 7, ja. Und es geht auch direkt in Junon weiter. Wir sind wieder voll aufgeladen und... ja, wir gucken mal, was hier abgeht. Tifa, was ist hier los? Komm, es ist nicht etwas komisch vor, es ist plötzlich so laut geworden. Na gut, ich wandere jetzt hier einfach die Treppen hoch, bevor ich mit den... oh, was ein Zufall. Geht's dir wieder besser? Danke für die Hilfe. Entschuldige, ich dachte, ihr wärt von einer von diesen Shinra. Schon in Ordnung. Ich laufe hier immer noch in den Arbeitsklamotten rum. Ich gebe dir etwas Besonderes. Es ist ein Amulett. Pass gut darauf auf. Shiva erhalten. Jeha. Hört ihr die Musik? Klingt wirklich anregend. Oh, ich habe Barrels Part verpasst. Anregend. Ich habe gehört, sie haben einen Empfang des neuen Shinra-Präsidenten. Rufus? Ich muss noch... ich muss noch meine Aufwartung machen. Oma und Opa haben mir erzählt, dass der Strand wunderschön war, als sie noch klein waren. Aber seit Shinra die Stadt oben gebaut hat, scheint keine Sonne mehr und das Wasser wurde dreckig. Ich bin mit solcher Geschichten aufgewachsen, hasse Shinra so sehr, dass ich sterben könnte. Glaubst du, dass Rufus Ozean von hier aus überqueren will? Was? Heißt das, Sephiroth hat den Ozean bereits überquert? Cloud, hast du den Rufus nicht fertig gemacht? Wir müssen zu der Stadt rauf. Vielleicht können wir an den Pfeiler hochklettern. Nein, nein. Unter dem Turm fließt Starkstrom. Komm ihm nicht zu nahe, es ist gefährlich. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, wenn Herr Delfin dir hilft, folg mir. Na los, kommt schon! Gut, wir folgen dem kleinen Mädchen. Hochspannungsmast? Ich denke, dass Cloud sich am besten mit sowas auskennt. Wegen der Frisur oder was? Ja, es ist besser, das Cloud zu überlassen. Wir zählen auf dich, Cloud. Yay! Wartet mal. Ihr seid ja solche Kameradenschweine, ehrlich. Na gut, komm. Ich mach das auch alleine. Moment! Five. Energy Drink Schnapp. Gluck. Na, wenn das nix ist. Ich hab noch nie einen Delfin so springen sehen. Ziemlich cool, was? Wenn ich pfeife, springt der Delfin für mich. Hier, nicht für euch. Ein Geschenk? Was soll ich damit? Geht weiter am Pfeife und der Delfin wird dich auf die Stange katapultieren. Wechsel pfeifen und den Delfin rufen. Oben auf die Stange springen? Wie viel Stange da oben? Wenn du richtig springst, kommst du bis an die Plattform. Viel Glück, Cloud. Wenn du schaffst, kommen wir nach. Ich halte das PRS für dich. Es darf ja nicht nass werden. Gut gelöst. Willst du mit deinem Delfin springen? Ja, komm. Na, wollen wir mal. Kommen wir mal von hier. Und hopp. Gut zu wissen. Da ist es nicht. Also probier's mal von hier. Chip. Nee. Ich glaube, ich musste genau hier hin. Oder auch nicht. So. Jump. Auch nicht richtig. Jetzt. Haha. Und aufwärts. Natürlich, hier fließt kein Strom. Und der Strom geht auch nicht ins Wasser.
Darf ich vorstellen, die Highwind. Naja. Und so, endlich ein Junon. Ziemlich windig hier oben. Und echt schön gemacht, diese Zwischensequenz hier sozusagen. Ey, ho, der neue Präsident, er ist hier, schnell, schnell, schnell. Wie, du bist immer noch nicht umgezogen, komm her. Ja, ja, ich bin gleich da. Hey, Rekrut, kannst du mir nicht hören, komm her. Oh, ja, ja, kannst du mir nicht hören, komm her. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Na los, dann mal hier drin. Heute ist der Tag, der große Tag, an dem wir Präsident Rufus begrüßen, weil ich beim Umziehen. Glücklicherweise scheint hier ein Spind offen zu sein. Es ist eine Shinra-Uniform. Umziehen. Das ruft Erinnerungen wach. Hör auf zu quatschen, beeil dich. Ja, ja, bleib mal ruhig, Kollege. Eine Shinra-Uniform. Ich war so stolz, als ich sie zum ersten Mal anzog. Wann war das bloß, als begann dieses Ding zu hassen? Fein, sie steht dir sehr gut. Du erinnerst dich noch an die Begrüßungszeremonie? Nö, was soll das sein? Ich sehe es dir an, du hast es vergessen, also ich zeig's dir nochmal. Mach einfach, was ich tue. Commander, wir helfen mit. So wird's gemacht. Ich singe dazu. In Ordnung, zeigt's ihm. Zuerst der Marsch für die Begrüßungsparade. Gut, beweg dich im Takt. Ruhe? Okay, aufgepasst. 2, 3. Und marschieren. Und im Gleichschritt und gleichmäßig. Das wollte ich gar nicht. Wenn alle im Gleichschritt sind, schultert das Gewehr. Aber klar. Gut. Seht zu, dass ihr der Parade alles richtig macht. Rufus ist eingetroffen. Wir sind bereit. Okay. Also gut. Los geht's. Mach uns keine Schande. Von überall kommen sie angeflattert, nur um Rufus in dieser einen einzigen Stadt zu sehen. Die Begrüßungsparade fängt an. Okay, also los geht's. Wie wundervoll. Dann lass mal hinterher laufen. Und loslaufen. Das ist eine Wumme. Sowas braucht jeder zu Hause. Ordentlich fettes Ding, wie gesagt. Wer bin ich denn von den komischen Leuten? Oh nein, niemand da. Zu spät? Hey Rekrut, was soll das? Hier so herumrennen. Commander, wir nehmen eine Abkürzung. Okay, gute Idee. Komm her. Okay, ich bin der Typ, der hier im Kreis rennt. Also der in der Mitte jetzt sozusagen. Oh Mann. In Ordnung, du zuerst. Was ist das da für ein Hund? Hey, naja, ich lauf ja schon. Und ab geht's. Auf geht's, schau mir genau zu, schleich einfach von hinten an und reihe dich in eine Lücke ein. Okay.
Hör jetzt zu, diese Parade, bla bla. Wenn du schlecht bla bla, dann denk bla bla. Bla bla. Ja, super, das war jetzt der Moment, wo ich eigentlich hätte hingehen können. Genau, schlag dich von hinten an. Aber egal, was du machst, versuch nicht von vorne hinzugehen. Ja, ist okay. In Ordnung, marschier los. Ja, beweg dich? Einschaltquote im TV. Los! Na, nicht geschafft. Trödel nicht rum. Ja, 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 ja. Ist ja okay. Ja, ja, ist ja gut. Ey, ich war doch noch rechtzeitig. Trödel nicht rum. Ja, ja, ja. Mann, Mann, Mann. Los. Oh, ich bin noch... Oh, Leute. Drecksoldatenverein, ehrlich. Ja, Einschaltquoten. Als ob dieser eine einzige Soldat jetzt die Einschaltquoten kaputt macht. Ja, geht doch. Was zum Henker hat dieser Soldat angestellt? Ich weiß nicht. Sind die Quoten gestiegen? Die sind im Keller. Bin ich gefeuert? Du bist gefeuert! Und schick diesem Soldaten eine Bombe. Granate erhalten. Das ist nett. Gut. Wir haben es geschafft. Oh, Präsident Rufus. Los, angetreten und Mund halten. Nicht rühren. Mhm. Wie läuft's hier? Was ist mit dem Luftschiff passiert? Das interkontinentale Luftschiff ist noch in der Wartung. Dürfte in 3 Tagen bereit sein. auch die Gelnika der Luftwaffe. Ja. Hör auf mit deinem idiotischen Pferdelachen. Die Dinge haben sich geändert, seit Vater tot ist. Harr? Und das Schiff? Ja, Sir, jederzeit bereit. Geht doch. Wenigstens etwas. Was? Na? Naja, das Ding bewegt sich jetzt einfach mal so davon. Du tust mir leid. Heidegger hat schlechte Laune. Der Mann im schwarzen Umhang streift durch die Stadt, aber wir können ihn nicht finden. Ist das mein Problem? Mann im schwarzen Umhang? Er ist vor 2 oder 3 Tagen aufgetaucht und tötete einige unserer Soldaten. Danach ist er sofort verschwunden. Es geht ein Gerücht um, dass es Sephiroth war. Achtung! Wegtreten! Gut, ich will hier auch weg. Hey, du! Legst du dich mit der Armee an? Wen stört's? Fauler Sack, keine Pause! Komm hier rüber! Och Mann, oh. Und schon wieder in der Umkleide. Willst das Militär wohl verarschen? Der nächste Tagesbefehl, Präsident Rufus am Dock verabschieden. Ich werde dich drillen, bis es sitzt. Ja, dann mach das mal, aber nicht in dieser Folge. Bis die Tage.